Am 13. Mai wurde ein Antrag der Union zur inklusiven Arbeitswelt abgelehnt. Die FDP hatte bereits einen ähnlichen Antrag in der letzten Legislaturperiode eingebracht. Umso verwunderlicher ist es, dass der Antrag der Union abgelehnt worden ist. Wir haben hierzu den teilhabepolitischen Sprecher der FDP, Jens Beek, befragt. Ja, Sie sprechen es an. Der inklusive Arbeitsmarkt ist zentral adressiert im Koalitionsvertrag, war im Übrigen auch schon ein zentrales Thema in der 19. Wahlperiode. Da ist es mit der Regierung von CDU, CSU und SPD leider nicht gelungen, neben dem neuen Installieren von einigen Instrumenten, dem Budget für Arbeit, dem Budget für Ausbildung, zu wirklichen Fortschritten zu kommen. In dieser Wahlperiode wollen wir diese Instrumente verbessern, aber wir gehen deutlich weiter. Wir haben uns darauf verständigt, eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe einzuführen für diejenigen Arbeitgeber, die verpflichtet sind, Menschen mit Schwerbehinderung zu beschäftigen, aber tatsächlich eine Quote Null haben. Das wird für deutlich mehr Geld sorgen, die wir weiter investieren in die Förderung der Integration, der Inklusion von Menschen in den ersten Arbeitsmarkt. Das wollen wir auch entbürokratisieren. Auch das haben wir vereinbart, indem wir eine Genehmigungsfiktion für Anträge zur Förderung ans Integrationsamt einführen, sodass nach 6 Wochen ein Antrag immer als genehmigt gilt. Damit wird verhindert, dass das, was früher häufiger passiert ist, Arbeitgeber und Arbeitnehmer hatten sich gefunden, aber aufgrund langer bürokratischer Wege kam es am Ende trotzdem nicht zur Besetzung des Arbeitsplatzes, dass das künftig nicht mehr passieren kann. Wir wollen weiter die Instrumente stärken, die es schon gibt im ersten Arbeitsmarkt, nämlich die Inklusionsunternehmen. Das ist ein typischer Teil, weswegen wir dem Antrag der Union nicht zustimmen konnten, denn hier irgendetwas in Europa bewegen zu wollen, dauert zu lange und ist nicht zielführend, sondern wir wollen zu einer umsatzsteuerrechtlichen Privilegierung im deutschen Umsatzsteuerrecht kommen und werden das auch in den nächsten Monaten unmittelbar umsetzen. Das und anderes mehr führen dazu, dass wir uns ziemlich sicher sind, wir erreichen mit den im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen eine deutlich verbesserte Inklusion im Arbeitsmarkt. Dass wir diesen Antrag abgelehnt haben, heißt nicht, dass wir die Inhalte nicht bearbeiten wollen, aber wir haben uns tatsächlich im Koalitionsvertrag an dieser Stelle Dinge vorgenommen. Dazu gehört, dass das Thema Werkstätten angeschaut wird. Da läuft im Moment eine Studie zu den Entgelten in den Werkstätten. Gibt ja aber noch viel mehr zu tun im Bereich Werkstätten. Wie wird denn der Arbeitsmarkt insgesamt inklusive? Wie kriegen wir Übergänge hin? Was muss sich vielleicht auch an der Entwicklung in den Werkstätten tun? Und genau dieser Teil, wie entwickeln wir auch Werkstätten weiter? Das war zum Beispiel in dem Antrag gar nicht drin. Es waren aber echt ein paar gute Ideen auch drin. Die Stärkung der Inklusionsunternehmen zum Beispiel war drin. Aber das haben wir uns als Koalition auch vorgenommen und gehen dann in die eigene Gesetzgebung dazu. Also es ist so ein bisschen ein Antrag von der CDU, während wir aber parallel an unserer Gesetzgebung arbeiten, und deshalb verfolgen wir natürlich unsere Initiativen, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Aber es war schön zu sehen, dass sich an dieser Stelle was entwickelt hat und auch da sich Gedanken gemacht worden ist, wie man den inklusiven Arbeitsmarkt weiterentwickelt. Die inklusive Arbeitswelt ist noch nicht vom Tisch. Die Bundesregierung möchte ein umfangreicheres Gesetz auf den Weg bringen. Wir werden das Ganze weiter verfolgen.